Stil das Spiel jetzt angelegt ist, sondern eben jetzt in der Jetztzeit, wie halt sehr viele Spiele, und das ist jetzt ein bisschen bemängelt beim neuesten Teil. Ja. Aber da kann man nichts ändern. Ne? Wenn es so ist, dann ist es so. Ja. Dann haben wir unter anderem auch noch NHL 2012. Eishockeyspiel. Also wie jedes Jahr eben neues Eishockeyspiel. Ist Ja. halt bei Sportspielen so üblich. FIFA 12 und Pro Evolution Soccer 2012 kommt ja auch noch heraus, also Genau. das kennen wir ja. Dead Island. Ah, das kommt jetzt auch raus. Ja, das, was uns am Anfang überrascht hat, der erste Trailer, der davon gekommen ist mit von vorn und von hinten. Ja. Bis man dann. Ist das nicht irgendwie geschnitten oder zensiert oder irgendwie sowas in Deutschland? Ich glaube, das Ding ist geschnitten. Glaube Okay, ich dachte ich. schon, fast es wäre indiziert, aber. Wenn es indiziert wäre, Denn was würde. ich von den Trailern her gesehen habe, ist es. Ja. Jetzt habe ich dich unterbrochen, ja. Red Mach. weiter. Nein, nein, eigentlich nicht, aber mach weiter. Ja, auf jeden Fall von den Trailern, was ich gesehen habe, war das schon ein bisschen brutal. Ein Ah, bisschen jetzt. sehr. Ah, Entschuldigung, ich habe gerade irgendwie ein bisschen Müll erzählt gerade. Das, was ihr euch, was wir gerade hier sagen, das ist nämlich die österreichische Version. So. Das heißt, in Deutschland ist es indiziert. Entschuldigung, ich habe es falsch gesagt. Entschuldigung, es ist indiziert. So, okay. Ihr Habe ich könntet mir noch euch gedacht. aus Österreich importieren, also das ist kein Problem. Also von mir. Ja, von dir. Ne? Peggy macht's möglich. Ja. Ansonsten habe ich das jetzt gar nicht mehr so auf dem Plan gehabt, dass das jetzt schon so bald rauskommt. Ich dachte, das würde jetzt so 2012 in den Markt, auf den Markt kommen. Ich auch irgendwie so, also irgendwie ging das Jahr irgendwie zu schnell vorbei. War das Marketing wohl nicht so gut? Boah. Es muss ja nicht immer ein gutes Marketing sein. Hauptsache, das Spiel erscheint und das Spiel wird fleißig verkauft. Ja. Ich denke mal zu den ersten Trailer, die sie gemacht haben, mit dieser Vor- und Rückperspektive zugleichzeitig, dass sie dadurch schon viele User an sich gezogen haben. Ja. Aber das wird irgendwie so ein Left 4 Dead, habe ich irgendwie mitbekommen. Artig. Aber ich will jetzt hier nichts Falsches erzählen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall glaube ich, wird das in Amerika mehr Käufer finden als bei uns, da es bei uns ja nicht so bekannt ist dann wahrscheinlich. Joa, gibt es sonst noch Spiele? Ja, natürlich, wir sind doch aus dem Sommer noch raus. Gut. El Shaddai Ascensions of Metatron. Okay, ein langer Name, der mir absolut nichts sagt. Mir auch nicht, also, ne? Also, haken wir es einfach mal ab. Der Fall Malgraf. Hört sich irgendwie so nach einem deutschen Adventure an. Ja, Mystery Case Files heißt es auch, also. Also ja. Kommt auf der Wii heraus, also, ne? Das wird wieder lustig. Aus Deutschland kommen ja irgendwie sehr viele Point-and-Click-Adventures. Ja, vor allem für die Wii. Ja. Da kannst du ja auch nichts anderes machen, so ungefähr. Dann haben wir unter anderem noch Dawn of Fantasy. Okay, sagt mir jetzt auch nichts. So eine Mischung aus Dawn of War und Final Fantasy. Keine Okay. Ahnung. Also Nein. wenn das der Fall sein würde, dann wird es bestimmt geil. Ja. Also, ne? Dann haben wir noch Resistance 3. ich glaube, ein Ego-Shooter für die PS3, mehr weiß ich nicht, da ich ja auch keine PS3 habe. Ja, das Ding ist jetzt nur der dritte Teil, wo ihr dann wieder die Erde ist natürlich wieder bedroht und wird bekämpft und das müsst ihr wieder verhindern. Also, das Jetzt ist übrigens nebenbei so gesagt der Marco online. ja, das habe ich auch schon gesehen. Können wir dann reinholen vielleicht noch? Also, das lohnt sich nicht mehr, wir haben nur noch ein paar Minuten. Zum Abschied. Ja, das ist blöd, das ist nicht schön. Ja, okay. Dann haben wir noch Star Fox 64 3D. Ah, ein. Endlich werden wir wieder ein 3DS-Spiel. Ja, du freust dich darauf. Du freust dich Ja. bestimmt. Star Fox, habe ich schon. Ist eins der Spiele, die ich für den 3DS am meisten jetzt mich drauf gefreut habe. Okay. Wusste es nicht, dass es jetzt rauskommt, hatte das jetzt in letzter Zeit schon gar nicht mehr auf dem Plan. Aber werde mal schauen, ob ich es mir zulege, ich weiß noch nicht. Muss mal erst ein paar Kritiken und so durchlesen.
Ja. Hast du eigentlich schon, da wir jetzt gerade beim 3DS sind, hast du schon den Download-Shop ausprobiert? Den E-Shop? Ja, habe ich schon mal ausprobiert. Zufrieden oder unzufrieden? Naja, also man müsste sich ja die Punkte da kaufen. Ich glaube, das geht nur mit Kreditkarte, also ein bisschen blöd gemacht. Könnte man sich jetzt keine Points kaufen, so wie bei der Wii im Shop, also nicht im Shop, sondern im wirklichen Geschäft. Und das muss man halt, glaube ich, alles über einen Shop machen. Zumindest habe ich noch keine andere Möglichkeit gefunden. Ansonsten gibt es kaum gratis Software, nur so ein Pokédex 3D, wo man sich die Pokémon ansehen kann. Yay. Wow. Und eine Video-App, sage ich jetzt mal, wo man sich halt ab und zu neue Videos geschenkt bekommt, die man sich da runterladen kann. Aber das sind meistens solche kurzen Zaubertrick-Videos oder kurze animierte Filmchen. Das habe ich dann auch wieder gelöscht, denn das nimmt wirklich sehr viel Speicherplatz weg, da das immer auch die neuesten Videos runterlädt, auch wenn man sich will. Oh. Ja, ansonsten gibt es halt schon ziemlich viele wie also DSiWare-Spiele und alte Gameboy-Spiele, von denen habe ich aber noch nichts getestet, da ja auch keine Demos erhältlich sind, leider. Und gekauft habe ich mir jetzt so noch nichts. Ansonsten wurde auch ein Internetbrowser hinzugefügt mit demselben Update, Oh. bei dem man jetzt aber keine YouTube-Videos oder so anschauen kann, leider, sondern einfach nur im Internet surfen kann oder Forum-Beiträge schreiben kann oder sowas. Wie einfach gehalten wieder. Ja, es wurde dann angekündigt, weil am Anfang wurde ja schon gesagt, der 3DS wird Flash unterstützen. Und Das jetzt wurde angekündigt für ein weiteres Update, dass das dann nachgeliefert wird, dass man sich dann endlich mal YouTube-Videos anschauen kann. Wow, das heißt, wenn ihr eine Seite besitzt, die Flash hat, sie wird nicht ganz richtig angezeigt. Ja. Ach, wie toll. Ja, auf jeden Fall dauert das dann noch eine Zeit. Nintendo lässt sich Zeit, man merkt es schon so ein Genau. bisschen. Also. Alles schrittweise. Mir wäre es ehrlich gesagt lieber gewesen, wenn die das Ding fertig entwickelt hätten und danach erst auf den Markt gebracht hätten. Aber naja. Naja, kriegen wir schon hin. Kriegt man alles noch hin. Ja, dann haben wir noch als Spiele Thor, God of Thunder. Also ja, nordische Mythologie. Hört sich so an. Ja, Weiß was. sonst nichts mehr drüber. Ich auch nicht. Ich habe da auch nicht so richtig nachgeguckt. Arma X. Es steht mal wieder in der Liste drin, Arma X. Sollte mir das was sagen? Ja, man möchte endlich mal hoffen, dass die das endlich mal jetzt doch herausbringen. Weil die Sagt mir haben das gar nichts. das in der letzten Zeit sehr oft verschoben. Ach so. Immer kurz vorm Release. Und ich hab's irgendwie verdrängt. Kannst du den Namen mal irgendwie schreiben oder so? Ja, kann ich gerne mal machen. Das ist Stress. Nee, sagt mir irgendwie wirklich nichts. Merkwürdig, okay. Dann haben wir noch Monkey Island in der Special Edition Collection. In der Special Edition Collection. Der erste Teil oder der zweite Teil? Monkey Island. Ach so. Sind, glaube ich, fast alle für den PC. PlayStation 3 und der 360. Okay, ich glaube, die gab es irgendwie vorher schon mal auf Steam, die Special Edition. Wenn es mich nicht täuscht. Weiß Mit ich gar der nicht. erfrischten Grafik dann. Ja, auf jeden Fall gibt es jetzt ziemlich sicher im Handel. Und dann haben wir noch ein Spiel, das ist nämlich Rise of Nightmares. Okay, sagt mir das auch nichts. Ist ein 360-Spiel. Trotzdem irgendwie. Ja, gut, Ging okay. an mir vorbei. Ja. Hört sich auch irgendwie so nach einem 0815-Titel an, aber. Ja, gut. In diesem Ach, ein Sinne. Kinect-Spiel sehe ich gerade. Okay. Ja, natürlich. Natürlich. Wir wollen uns doch immer fleißig bewegen. Okay. Genau, okay. So, in diesem Immerhin Sinne. kein Sportspiel für Kinect, kein Trainingsspiel für Kinect. Richtig, da kommen bestimmt auch noch mal einige raus. Ja. So, in diesem Sinne wollen wir jetzt uns für heute schon verabschieden. Genau. Grund ist einfach der, dass ich ein bisschen zeitlich angebunden bin, weil
ist heute alles kreuz und quer. Immer Anfang des Monats am Sonntag. Ist immer so. Ja, in diesem Sinne, jetzt schönen Abend noch, tschüss und auf Wiedersehen und Ciao. bis zum nächsten Mal. Tschö, kiddo.